Ich bezeichne Verschwörungen als real, also weil Verschwörungen einfach Realität sind. Und dieser Preis ist wie eine Trophäe für mich. Es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wir finden überall in unserem Leben Verschwörungen. Zum Beispiel unser ganzes Wirtschafts- und Finanzsystem ist eine große, real existierende Verschwörung. Das ganze Zinssystem, die Zinsknechtschaft ist eine real existierende Verschwörung, die arme Menschen ärmer macht, reiche Menschen reicher macht und auf Ausbeutung basiert. Das wäre nicht möglich ohne Verschwörung. Und deswegen beruht dieses ganze System auf Verschwörung. Und ich finde es hochproblematisch, das Motto dieser Veranstaltung über Verschwörungstheorien aufzuklären oder Verschwörungen schon mal an sich als Theorien darzustellen, obwohl sie real existieren, obwohl sie Praxis sind. Zum Beispiel Kennedy, die Ermordung von John F. Kennedy, da sollen ja demnächst Dokumente veröffentlicht werden. Das war eine Verschwörung. Wer möchte das denn ernsthaft anzweifeln? Also es gibt sehr viele gute Beispiele für Verschwörungen. Oder ich muss gar nicht so weit gehen wie nach Amerika. Ich kann auch hier in Deutschland bleiben. Die NSU-Morde, das war eine Verschwörung. Nicht nur eine Verschwörung von neofaschistischen Verbrechern, sondern auch von Staatsschutzbehörden, von Verfassungsschutz, von Polizei, die die Leute gewarnt haben, wenn es eine Razzia geben sollte in der Garage. Also das war NSU, die Morde, das war eine Verschwörung. Und deswegen kann man nicht per se die Verschwörungen, die real existieren, als Theorien negieren. Das ist auf jeden Fall die Botschaft, die ich an euch geben möchte, mit der Entgegennahme dieser, in Anführungszeichen, Auszeichnung. Und ich weiß jetzt nicht, was gleich hier gesagt wird über mich. Deswegen hätte ich lieber nach der Präsentation etwas zu euch gesagt und nicht davor. Ich bin jetzt selber auch überrascht. Ich habe nicht gesagt bekommen, was gleich hier erzählt wird.